Wie wär's denn zum Beispiel mit hier? Wenn ich's verkacke, dann hab ich's halt verkackt. Aber das sieht mir doch nach einer super Gelegenheit aus, um jemanden abzuknallen, ohne gesehen zu werden. Ich habe nur eine Chance. Okay. Ein Schuss. Ich hab's nicht geschafft. Mist. Okay. Wir haben's nicht gleich. Wir sind gleich. Warte mal, kann ich Mission beenden? So. Obwohl, nee, warte mal. Ich gehe auf Mission Neustart. Ich will das mal versuchen. Ich will. Ich weiß nicht, ob ich da. Klack. Und drinne. Denken Sie daran, eine USVs und Granaten herzustellen und einzusetzen. Sie können in Kämpfen sehr nützlich sein. Okay. Überlegen. Das würde eigentlich niemandem aufgefallen sein. Da ich einfach eingestiegen bin. So. Ich habe eine bessere Idee. Steig ein. So, die Ampel ist jetzt auf Rot. Stimmt's? Das kann doch nicht sein, ey. Huh? Mein Gott, Alter. Jetzt hole ich wieder den Typen aber. Der kommt mir gar nicht. So, komm her. Sind noch andere von uns in der Nähe? Wo ist er? Da hinten. Hängt euch mit dran! Komm schon. Wie konnte der jetzt entkommen? Die Brücke war da unten. Ja, doch, du stehst im Weg. Merkst du es? Ja, schön. Super. Okay, nochmal hinterher. Oh, muss das jetzt sein? Ohne Mist. Hallo, ihr steht im Weg. Ich bin gefährlicher Verbrecher. Ihr könnt doch... ist das ein Polizeiauto oder was ist das? Was zum Teufel ist... Alter! Oh mein Gott. Ja, die Zielperson entkommt, ich weiß, aber bei 15 Jahren Autos... Die Zielperson entkommt, ja. Yay! Und das ist, die Mission gebe ich auf, das ist ein bisschen blöd. Da bin ich zu schlecht zu, so, fertig. Alter Schwede, das kann ja nicht sein. Und das Menü finde ich auch ein bisschen... Guck mal, ich kann hier... Alter!
Die Mausgeschwindigkeit im Menü ist übelst krass. Ihnen gefällt die Musik nicht? Diesmal auch nochmal im Spiel, drücken Sie N für nächstes Lied. Okay, von solchen Missionen halte ich mich fern ab. Alter, ja, ist okay. Von solchen Missionen halte ich mich fern ab jetzt. Und wir kaufen mal Kleidung. Das ist eine gute Idee. Wir vergessen das alles und kaufen einfach Kleidung. Ich kaufe mir das Leben schön. Mein Stopp. Bevor wir einkaufen, gucken wir natürlich erstmal Profile wieder an, damit wir ein bisschen Geld zum Einkaufen bekommen. Hier ist nichts. Und wie sieht es hier aus? Klack, Dankeschön. Lol. Du willst nichts, du auch nicht. Okay, du da hinten. Auch nicht. Ah, der will gehackt werden. Oh ja, als Kind habe ich mich ständig geprügelt. Mann, kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Ich mir auch nicht. Die Leute ändern sich, wenn sie keine Teenager mehr sind. Trotzdem. Okay, dann wollen wir mal schauen, was wir im Geldautomaten so finden, so. Außen 200, das passt doch, da kann man auch einkaufen gehen damit. Okay, was haben wir denn? Kann ich helfen? Gucken, aber nicht anfassen, okay? Blutspritzer, Fluchtfahrer, Feuerorange, Schatten. Schatten sieht gut aus. Vampir sieht noch besser aus. Oh, den hole ich mir. Yo. Kaufen. Dieses Design auswählen. Sieht doch nicht so gut aus, wie ich dachte. Okay. Kaufen. Auch das habe ich schon besser gesehen. Ich kaufe mal nochmal Vagabund. Probier den jetzt einmal aus. Okay, ich laufe mal als Anarchist rum. Warum nicht? Na gut. Ein bisschen Geld für die Welt. Na dann, steigen wir mal ein. Und jetzt geht's zur Hauptmission. Ich schau mal die Musik um. Was haben wir denn hier? Kein Fehler, Mann. Soll ich ihn umbringen oder? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach geschossen. Fixer Auftrag. Oh oh. Die Bürger Chicagos verlangen, dass die Polizei dem Rächer endlich ein Ende setzt. Manche bezeichnen seine Taten sogar als Inlandsterrorismus. Okay. Jetzt muss ich aufpassen. Ah, ich habe mich ja benannt, also theoretisch. Fixer-Auftrag. Mal schauen, okay. Was das ist. Ich muss nur ein gestohlenes Fahrzeug finden und abliefern. Der Trick ist, den Bullen auszuweichen. Okay. Boah, hier kann ich ja übelst viele hacken. Erde,
Alles klar. Fahrzeug finden, Bullen ausweichen. Probieren wir es nochmal. So viele Autoaufträge kann ich ja nicht vom Masse. Oh. Hahaha. Hahaha. Na klasse, ey. Das war so klar. Okay. Ich habe das Fahrzeug. Kontrolliert die Tunnel. Ja, jetzt geht's los mit dem Schlechtfahren. Ich glaube, der Heli hat unsere Verfolgung nicht mehr drin, ne? Bin mir aber nicht sicher. Kann er mich hier sehen? Eigentlich müsste ich hier sicher sein. Eigentlich. Ach, ich habe einen Bestimmungsort, sehe ich gerade. Ich habe einen Bestimmungsort. Hahaha, toll. Versuche ich das mal zu erreichen. Ist ja auch überhaupt nicht auffällig, wenn ein Auto durch den Park rast, aber okay. Tausend Meter noch. Okay. Das lief nicht ganz so gut. Der Heli ist, glaube ich, auf dem Weg zu uns. Sieht schon jemand in den Nebenstraßen nach? Machen wir weiter. Was ist ein Weg, bitte? Okay, ich muss da rüber, alles klar. Wir schaffen das ganz gut momentan. Er könnte sich in einem Parkhaus verstecken. Halte die Augen offen. Da ist der Heli. Okay, jetzt wird's knapp. Ich hoffe, der kann uns nicht sehen, wenn wir getarnt sind. Komm schon. Vielleicht fängt er auch zu Fuß. Der Heli muss weg. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ich hoffe auch sehr, dass der Heli sich entdecken kann. Wenn wir allerdings jetzt da anspringen, dann findet er uns auf jeden Fall. Das ist das Problem in der Sache. Darum hoffe ich, dass er einfach verschwindet. Ganz ruhig. Er ist über mir, ich sehe auch nicht, wohin leuchtet gerade. Ich glaube, ich habe kein Zeitfenster.
Komm schon, verschwinde. Das kann nicht sein, dass der jetzt ewig bleibt, ey. Ich hack mal Leute währenddessen. Da komme ich auch nicht hoch. Das bringt nichts, muss weg, der wird hier bleiben. Das war so... Oh, Alter. Wenn du das mal brauchst, ne? Wenn du einmal einen guten Fahrstil brauchst, dann sowas. Wo bin ich überhaupt? Das ist keine Straße. Ah, da ist die Straße. Ich weigere mich trotzdem, sie zu befahren. Ich weiß zwar nicht, in welchem Zustand der Herr das Auto haben möchte, aber ich werde ihn keinen guten Zustand abliefern. Denk dran, unter der Überführung nachzusehen. Oh. Hab ich ein Schwein? Tada! Wir haben es geschafft. 1000. Bestenliste anzeigen? Keine Ahnung, warum ich 0 Sekunden gebraucht habe, aber ich bin anscheinend der Beste. Ha, keine Ahnung, hä? Achso, ich habe 0-0 nach mir haben, dann können wir... Hä? Keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall das erste Sinnvolle, was wir diese Runde erreicht haben. Oh. Und jetzt schauen wir erstmal nach, wo wir sind. Und wir wollen, was ist denn das hier? CTOS-System, schaltet interessante Orte frei. Bin ich denn hier schon verbunden? Verbrecher neutralisiert. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Das ist ein Notfall. Hier ballert einer um sich. Keine Ahnung. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Wer ruft jetzt an? Okay. Ich würde sagen, wir haben für ein wenig Aufmerksamkeit gesorgt. Es tut mir leid, die Frau wollte dafür sorgen, dass wir auffliegen. Deswegen musste ich sie gerade mal kurzerhand eliminieren. Okay, alles klar. Die Frage ist, waren wir jetzt schon drin oder noch nicht? CTOS. Hallöchen. Die Texte sind aber auch nicht immer die besten. Das dritte Mal oder so, dass wir den Text jetzt haben. Ich mache einfach mal die Mission jetzt. Oho. Ich mache einfach mal die Mission jetzt weiter, die Hauptmission, damit wir überhaupt noch was erreichen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass ich mich auf einer Stelle bewege. Kampagne, schlechter Beifahrer. Da bräuchte ich allerdings ein Auto. Dankeschön. Notrufzentrale, worum handelt es sich? Ich brauche Hilfe. Gleich gibt's einen CTOS-Scan. CTOS-Scan autorisiert.
würde sagen, da komme ich raus. Aber da nicht. An alle Einheiten. Mist. Sehen die mich? Ja, die sehen mich. Und tschüss. Okay, ich würde sagen, wir müssen wegkommen. Schwimm um dein Leben! Oh mein Gott! Bringt mir das was, wenn ich hier bin? Na, klasse. Es bringt mir genau so viel, dass ich Luftunterstützung herausgefordert habe. Ich bin in dem Spiel irgendwie nur am Fliehen. Das ist mein Tod. Das ist mein Tod.